Ich grüße euch, Freunde. Hier sind wir wieder bei ARK auf Aberration und dieses Mal in Report 10. Ja, ihr müsst an der Grenze von den zwei Gebieten am besten sein, entweder auf der Seite oder auf der anderen. Ich habe mich für die hier entschieden, weil ich hier sehr viele Reapers gesehen habe oder Reaper Queens am besten. Die braucht ihr nämlich. Was ihr noch braucht, ich habe hier ein Häuschen mit Betten, falls ich sterben sollte. Dazu braucht ihr natürlich Schilde, am besten noch eine Lupe und natürlich unsere Schutzausrüstung, wenn wir hier runtergehen. Mehr braucht ihr erstmal nicht und ein schnelles Tierchen am besten. Und ein starkes. So, nachdem wir natürlich alles haben, brauchen wir natürlich erstmal eine Reaper Queen. Dazu machen wir erstmal unser Tor auf. Die Reaper Queen findet natürlich nur in diesem unteren Gebiet hier. Weiter unten sind dann die Kings, die brauchen wir nicht, die geben uns kein, ja, sagen wir mal, Säugling. So, jetzt müssen wir hier erstmal eine Reaper Queen finden und am besten erledigt ihr alles, was auf dem Weg darunter ist, schon mal, dass nicht alles hinterherkommt, wenn wir die Reaper Queen haben und hier hochrennen wieder. Die Nameless sind eigentlich soweit egal. So, wo gehen wir lang? Wir gehen nach links. Erstmal hier den Spino umnieten. Die ganzen Artopleurer umnieten hier. Nicht, dass die alle mitkommen. Die wollen wir nämlich auch nicht. So, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wir suchen eine Reaper Queen. Gehen wir jetzt mal hier rechts runter. Hier sieht es schön dunkel aus. Hier könnte sie irgendwo sein. Jetzt lässt es viel mehr nicht vorbei hier. So, die Reaper Queen erkennt dann natürlich an diesen großen Haufen Erde, der dann auf euch zukommt. Nicht diese kleinen, wo die Nameless rauskommen, sondern auch bei so einem größeren Haufen. Da oder da kommt sie gleich so raus. So, die schleppen wir erstmal jetzt wieder nach oben. Die verfolgt euch eigentlich die ganze Zeit, also so ist es nicht. Komm mit. Komm mit. Natürlich müsst ihr öfter stehen bleiben, bevor sie sich einbuddelt. Wenn sie einbuddelt, buddelt sie sich eigentlich zu euch hin. Aber es kann auch sein, dass es mal nicht funktioniert und sie dann abhaut. Also öfters mal stehen bleiben. Natürlich einen Dinosaurier nehmen, den. Das auch nichts ausmacht, nicht, dass er nach zwei Bissen tot ist von so einem Reaper. So, weiter geht's. Das Problem ist auch, wenn der Reaper angreift, dass er auch im Umfeld die ganzen Dinos angreift und die greifen ihn dann an und rennen ihn hinterher. Das ist natürlich immer dann ein bisschen. So, da hinten seht ihr diesen Haufen Erde, der hinter uns herkommt. Den Workdrake umnieten hier. Da ist sie wieder. Nun komm mit. Nun los. Los, los, los. Komm. So, nachdem wir sie hier oben haben, verstecken wir uns natürlich hinter den. So. Jetzt gehen wir zur Tür, machen die Tür zu. Ist immer noch drin, ja, schön. So, jetzt haben wir eine Reaper Queen. Jetzt müssen wir ja erstmal die 4600 Leben, die sie hat, oder 46.000 Leben, erstmal runterpelzen. Bis sie so leuchtet, sage ich jetzt mal. Das macht man natürlich am besten, wenn man noch einen Frog oder irgendwas Leuchtendes dabei hat, dann gibt man mehr Schaden. So soll das dann aussehen. So leuchtend ist sie denn. Ich zeige euch einmal, wie es verkehrt geht. Zum Beispiel so. Dann hat er mich nicht. Oder hat sie mich schon gehabt, aber hat mich irgendwo in die Steine reingezogen. Dann haut sie nämlich ab. Und wir müssen das Ganze nochmal machen. So sah das aus. Wenn es jetzt halt schief geht, kann öfters mal schief gehen. So ist es nicht. Ich habe sie dann am Ende hinten freigelassen. Jetzt dampft sie schon wieder.
So, dann natürlich das Schild zum Verteidigen, dass ihr nicht sterbt. So, jetzt hat sie mich. Jetzt hat sie mich am Schwanz, mit ihrem Schwanz. So. Ich bin jetzt natürlich gestorben. Es kann natürlich, wenn ihr nicht bei voller Gesundheit seid, meistens ist es der Fall, dass ihr dann sterbt. Ist aber nicht schlimm, weil eigentlich sollte es dann trotzdem funktionieren. So, ich habe mich erstmal gleich ich denke mal, zu meiner Heimatbase verpisst. Denn ihr habt jetzt unten rechts, seht ihr so eine Zeit, die ablaufen na, mit Nachwuchs-EP. Jetzt könnt ihr nochmal euren kleinen Dino-Baby paar Level bis 75 Level extra dazugeben. Das heißt, ihr schnappt euch am besten irgendeinen starken Dino und bringt alles um, was ihr seht, was ihr am besten irgendwo habt. Am besten wäre natürlich ein Alpha, den ihr dann in 13 Minuten oder kommt drauf an, wie die Spawnzeit bei euch ist. Wie viel Zeit ihr habt. Am besten, ich habe natürlich gleich einen Alpha. Ich wusste, wo ungefähr noch ein Alpha Krakinos ist. Den haben wir dann erstmal platt gemacht. Aber ich zeige euch erstmal hier, wenn ihr einfach so einen kleinen Viecher umbringt, da zählt die Erfahrung hoch und die Level hinten plus 2 zum Beispiel. Das könnt ihr erstmal machen. Also erstmal wirklich die ganze Zeit rumrennen und töten. Am besten ist aber danach, dass ihr euch wieder nach Hause bist, in einem besten einen abgeschlossenen Raum. Ihr werdet nämlich gleich sehen, warum, weil das Tierchen am im ersten Larvenstadium natürlich nicht zähmbar ist oder nicht auf euch hört. So, jetzt haben wir hier 52.500 EP gesammelt, sind plus 75 Leben. In 10 Sekunden geht es natürlich los. Ich habe mir hier einfach meine Schmiede ausgesucht dafür, weil die hat ein großes Tor. Da kann ich nämlich gleich mit den Reaper dann raus, wenn er soweit ist. So, jetzt wie bei Aliens haut es viel raus. Und das Baby haut ab. So, da ist es. Da müsste erstmal hinterher. Natürlich ist er der Eier, ja klar. So. Das hört erstmal natürlich nicht auf euch. Braucht Zuwendung. Erstmal was zu essen reinschmeißen. Es kann sein, dass es da nichts frisst. Aber sollte eigentlich nicht so schlimm sein. Natürlich die ganzen Einstellungen machen. Und wenn es einmal ausgewachsen ist, könnt ihr es dann ein bisschen befehligen, wo es hin soll, was es machen soll. Und so habt ihr einen Reaper. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.